Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Minecraft Beyond. Ja, letztes Mal war eine etwas längere Folge im Nether, damit wir genug Sachen bekommen für den verdammt Blast Furnace, wofür wir Blast Bricks brauchen. So, ich habe mal gerechnet. Wir brauchen, ich glaube, der ist 4 hoch. Er hat eine Grundfläche von 3 mal 3. Das heißt, da brauchen wir 9. Oben ein Deckel auch, sind 18. Und dann brauchen wir nochmal jeweils 16. Macht 16 plus 18. Nach Adam Riese 34. Oder? Ja, 34 geteilt durch 3 sind 11, bisschen was, also brauchen wir 12. So, gucken wir mal, 16 kriegen wir. Also so, 36. Gut, also haben wir 36 von diesen hier. Oh, seht ihr, und genau das ist das Problem, weshalb ich hier nach dem, ich zeig's euch, Wireless Charger geschaut habe. Ja, Okta können wir theoretisch machen. So viel Enderperlen haben wir. Aber was wir brauchen, ist diese Sache hier. Den Slice and Spice. Splice. Und ein Enderman Head. Slice. Was brauchen wir dafür? Irgendeinen Zombie-Kopf. Solarium. Dafür brauchen wir, glaube ich, Nether. Soul Sand. Ja. Dazu müssen wir wieder in den Nether. Das unterlasse ich jetzt mal. Aber das werden wir auch bald machen. So. Den Blast Furnace werde ich hier aufbauen. Ich mache mal den Baum hier wieder weg. Der sieht sowieso total hässlich. Aha. Wenn man sneakt auf eine Kiste, dann sieht man, was drin ist. Ist ja krass. Wusste ich gar nicht. So, Axt. Und dann werde ich den Blast Furnace mal hier aufbauen. 1, 2. Ich hoffe mal, dass der immer noch so funktioniert. Ich habe schon ewig keinen mehr gebaut. Und ich bin mir auch nicht sicher, ob ich innen was reinmachen muss. Es kann sein, dass in die Mitte Lava muss. Ist wieder doof. Ich habe wieder angefangen, ohne nachzugucken. Aber ich bin der Meinung, das war so. Das ist ja Temperatur, dem braucht ja Temperatur. Irgendwo haben wir einen Eimer. Und noch einen hatten wir irgendwo. Keine Ahnung, wo der ist. Ich hole mir mal kurz hier Lava und dann gehe ich schlafen. So. Irgendwo hatte ich noch einen Eimer. Wo ist denn der hin? So, und wie immer hier leckt's. Ich weiß nicht, warum das hier leckt, wenn ich durch die Tür gehe. Ja, Fabi 1604 probiert gerade den Witter zu töten. So, jetzt heißt erstmal. Ja, das könnte ich mir auch ersparen, eigentlich. Das können wir mal wegmachen. Das auch, das auch. Nein, die kann ich nicht mehr öffnen. Okay. Er wurde nochmal vom Witter gekillt. Ich probiere es jetzt mal mit Lava drin. Aber das war eigentlich hier. So.
Brauchen wir noch mal einen Lover? Lover, Lover, Lover. Lover, 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 Lover. So. Ich hoffe mal, dass es ausreichend ist. Und ich hoffe mal vor allem, dass ich wirklich die Lava dafür brauche. Das Problem ist, ich weiß nicht mehr. Brauche ich das ja auch noch? Wir machen hier mal einen kurzen Cut. So, kurz nachgeguckt. Wir haben viel zu viel gebaut. Passiert. So, wir müssen ein 3x3 machen. Und zwar solid. Und dann brauchen wir noch einen Hopper und ein Engineer's Hammer. Ach so, nein, Moment. Wir müssen den nochmal abreißen. Wir brauchen nämlich die besseren Blöcke davon. Wir brauchen die reinforced. Ups. Die hier brauchen wir. Und da müssen wir eine Stahlplatte machen. Ja, toll. Die wollen mich doch verarschen. Ich kann doch keine. Hä? Wahrscheinlich funktioniert der genauso. Warum habe ich denn jetzt eigentlich keinen Sound mehr? Jetzt bin ich gerade ein bisschen zurückgesetzt worden. Ich brauche eine Chest und einen Hopper. Ideas und in 2, 3, 4, 5. So, Hopper haben wir, das haben wir. Jetzt brauchen wir den Hammer. Und zwar den Engineers Hammer. Eisen, String und da haben wir wirklich einen String drin. Sticks. Zwei Eisen und einen Stick. Zwei Sticks brauchen wir, natürlich. Und dann müssen wir wahrscheinlich erstmal in dem kleinen Blast Furnace. Den baue ich jetzt einfach mal hier auf. Right-click. Jawohl. So, und hier müssen wir jetzt wahrscheinlich erstmal aus Stahl, aus Eisen Stahl braten. Und wenn wir Pech haben, müssen wir hierfür sogar Coke-Coal nehmen. Und wenn wir Coke-Coal brauchen, müssen wir uns erst noch einen Coke-Oven bauen. Nee, warte mal, das ist mal weg. Wir nehmen gleich so ein Blöckchen hier. Na, was habe ich gesagt? Mann!
Es könnte alles so einfach sein. Coke Oven. Coke Brick. Können wir da auch normalen Sandstein nehmen? Clay. Schaufel, komm her. Sandstein. Da hinten hatte ich welches. Ich habe noch welches. Gut, Glück gehabt. So, jetzt. So, jetzt müssen wir den hier noch bauen. Ja, guten Tag, Handy. Och nee, das war zu wenig. Ich weiß gar nicht mehr, ob da was rein muss oder nicht. Wir brauchen auf jeden Fall noch zwei, eventuell drei. Aber wir hatten keine Bricks mehr. So. Nochmal so. So, das war nicht so wichtig. So, und das funktioniert nicht. Oder muss ich da auch mit dem Ingenieurshammer drauf? Ja, muss ich. Gut. Dann können wir hier nochmal... Aha, interessant. Kohle holen. Und dann müssen wir die eben da reinballern. So, und das dauert jetzt. What? Ah, nicht hier. Hier ist der Hopper. Der war kurz mal weg. Gut, dann setzen wir nämlich den Ofen hier erstmal daneben. Aber den können wir direkt daneben setzen eigentlich. Kann ich den jetzt eigentlich wieder runternehmen? Ja. So, da kommt Kohle rein. Der ist mit einem Ding bald fertig. Was kommt hier? Was ist das hier? Krass, Alter. Ja, seht ihr? So, ein Dings da, es arbeitet jetzt schon mal. Aber das dauert natürlich ewig. Ja. Gut. Ja, wir mussten jetzt diese zwei Öfen bauen. Blieb uns nichts anderes übrig. Und bis die Kohle hier durchgelaufen ist, dauert eine ganze Weile. Coal Coke. Was habe ich denn hier reingemacht? Coal Coke. Pyrolytic Conversion.
Okay. So, ich bin jetzt gespannt, ob das genau für eins reicht. Wenn es nämlich nicht reicht und dann wieder zurückgesetzt wird, dann habe ich ein Problem. Dann habe ich jetzt aus wen Kohle verschlempert. Nee, okay. Steel Ingot, unser erstes Steel Ingot. Wir brauchen ungefähr 10 Millionen Stück. Gut, ne? So. Ja, so ist es halt. Aber dann können wir in der nächsten Folge, solange das hier produziert, können wir dann, lass mich mal kurz hier noch eine Fackel hinsetzen. Solange das hier produziert, können wir dann wenigstens noch ein bisschen Design machen, zum Beispiel Wege weiterbauen oder ja, genau, sowas. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, wenn es euch gefallen hat. Bis zum nächsten Mal. Ciao.